Mitte Dezember, angenehme 15 Grad. Man weiß nicht, soll man sich freuen oder soll man sich fürchten? Momentan geht es mehr in Richtung freuen. Das ist wirklich angenehm. Und deshalb habe ich mir gedacht, irgendwie, es ist zwar ein sehr kompliziertes Thema, würde ich mal sagen, aber ein Thema, was zumindest alle die betrifft, die einen Garten haben. Was können wir eigentlich als Gartenbesitzer dazu beitragen, um zumindest unseren eigenen Garten umweltfreundlich zu gestalten oder in diesem Garten, haben wir jetzt einmal wirklich die Dinge, die wir machen, so zu machen, um auch einen gewissen Beitrag für die Natur zu leisten. Und genau um das geht es heute. Ich werde euch heute mal einige Punkte rausarbeiten. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, weil ich habe mir gedacht, ich mache das einmal ganz ungezwungen, gehe ums Haus um und um und schaue, was mir so einfällt. Aber wahrscheinlich werde ich einen zweiten Teil noch schicken müssen. Gell, Lala? Tipp 1 führt uns gleich mal wieder einer in die Küche. Ah ja, übrigens, das wollte ich noch dazu sagen. Diese Tipps werden ohne irgendeine Reihenfolge da großartig jetzt. Also es ist nicht das eine wichtiger wie das andere, sondern einfach so, wie es mir jetzt einfällt. Tipp 1, wie ihr schon seht, ich mache da einen Kübel, weil der kommt natürlich wohin? Auf den Kompost. Ich denke mal, jeder, der auch nur wirklich einen kleinen Garten hat, sollte eigentlich seine ganzen Bioabfälle kompostieren. Es ist fast irgendwie, man, es gibt immer noch welche, die haben sie in Restmüll, ist sowieso ein Wahnsinn. Aber das ist ja ein unschätzbar wertvoller Rohstoff und der gehört in einen Kompost. Dort können wir sich einen Garten machen für uns, Erden machen für uns selber. Und ich finde auch schade, wenn sowas in eine Biotonne kommt, weil es eigentlich im eigenen Garten super verwenden kann. Und das Absurde ist ja dann oft, ich lasse mein Haus Müll, den ich jetzt da habe, den organischen wegführen und kaufen wir dann auf der anderen Seite wieder ein fertiges Erdsubstrat. Also das war sicher was, wo man ganz, ganz einfach was machen kann. Ich habe es ja sowieso nicht, weil ich habe ja nicht nur den Komposter, den ich immer fütter. Ich habe auch ein paar Händeln noch und die kriegen dann diverse Küchenabfälle. Ich weiß, man kann über jedes Thema bis zum Tode hin philosophieren, ob es gut ist, Händeln Küchenabfälle zu geben. Ich mache es und sie lieben es. Und gleichzeitig, ich kriege natürlich einen super tierischen Dünger. Aber jetzt bringen wir das einmal zum Kompost, dass wir unseren Tipp 1 abschließen. Es ist wahrscheinlich kein wunderschöner Ort, aber es ist ein Ort, wo wirklich was extrem Wertvolles gemacht wird. Lala, da ist nichts dabei für dich, es tut mir wirklich leid. Wenn es interessiert, ich habe über den Kompost eh schon ein oder vielleicht sogar zwei Drehs gemacht. Ich betrachte das Ganze ja nicht so wissenschaftlich. Es gibt sicher Leute, die können das noch viel, viel besser mit Kompost umgehen. Beschäftigt euch damit, geiles Thema. Aber das wäre mein Tipp 1. Legt euch einen eigenen Komposter an, weil das Material ist immer da und es ist ja so schade, das wegzuschmeißen, über den Müll wegzuführen lassen. Das ist eigentlich für die Händel, Lala. Aber du darfst ruhig schauen, ob für dich auch was dabei ist, aber das ist nicht so deins, gell? Das ist zu vegetarisch. Händeln sind sowieso, finde ich, Wahnsinnshaustiere. Die brauchen wirklich nicht viel Betreuung, die freuen sich immer, wenn man kommt mit ein bisschen Futter. Okay, man muss eine gewisse Fläche haben, weiß ich, wenn ich einen Balkon habe, werden sie Händeln nicht ausgehen. Aber es ist wirklich nett, weil sie auch so einen super Dünger machen. Voll super heute, das sind meine oldsteirischen Händeln. Verstehen nur steirisch. Nein, das war auch noch Schwarzenegger, das muss ich noch einmal machen. Aber es ist auch Steirer. Das führt uns gleich zum Tipp 2: Substrate selber machen. Man muss sich nicht jede Erde kaufen und heimführen, sondern man kann eigentlich, wie ihr es vorher schon gesehen habt, mit dem Kompost die besten Substrate oder wirklich gute Substrate selber bauen. Auf das Stichwort bin ich jetzt deshalb gekommen, weil mir da mein kleiner Maulwurf schon wieder jede Menge bestes Substrat macht. Der buttelt sich da gerade um und um. Also gerade so Maulwurfserden
ist auch ein super Substrat. Das brauche ich nicht einmal selber machen. Ich brauche es nur holen. Meine Regie hat gesagt, das sind keine schönen Maulwurfshügeln. Hier sind schöne Maulwurfshügeln. Ja, es ist eine Erde. Ha? Aller schönste Erde. Die machen wirklich so eine schöne Erde. Aber wir gehen jetzt woanders hin wegen der Erde. Also nochmal, Tipp Nummer 2, sind wir schon wieder da, aber es passt halt gut. Substrate oder Erden selber machen, sofern man das kann. Und das geht halt gut, wenn man selber den Kompost macht. Und was ganz ein wichtiges Thema ist, Dorf, verzichtet wirklich auf Dorf. Es ist einfach heutzutage nicht mehr nötig, Dorf beizumischen. Erkundigt euch da gern, wenn ihr in einer Gärtnerei einkauft, wenn ihr schon Substrate kauft und schaut, ob da ein Dorf dabei ist. Nehmt wirklich was, wo möglichst kein Dorf dabei ist. Erstens werden die letzten wirklich extrem wertvollen Lebensräume, also Moore, zerstört. Und wir haben ja angeblich ein kleines Klimaproblem. Und im Zuge der Dorfernte wird das ganze gespeicherte CO2 und das sind Unmengen freigesetzt. Und es ist ja nichts dabei, wenn man sich selber Erden macht. Außerdem, es ist ein geiles Gefühl, wenn man selber was Gutes machen kann. Also, es ist wirklich was Einfaches. Das war Punkt 2. Tipp Nummer 3. Heute ist wirklich nett, heute muss ich nie weit gehen. Jetzt bin ich nur ein paar Meter runtergegangen, geht schon wieder weiter. Der nächste Tipp ist, im naturfreundlichen oder umweltfreundlichen Garten verwendet man einmal auf keinen Fall Kunstdünger. Absolut unnötig. Und wenn wir Dünger verwenden, dann verwendet man maximal von mir schon rein biologischen. Aber im Endeffekt können wir uns diese Dünger ja selbst machen. Einerseits über den Kompost und ich werde euch dann noch mit einer Formel konfrontieren. Vielleicht habe ich heute sogar noch eine zweite Formel, was nicht mehr. Jedenfalls, wenn man Händeln hat, so wie ich, kann man auch diesen Mist natürlich nehmen. Diesen Händelmist, das ist eine unfassbare Nährstoffbombe. Sowas ist nur sinnvoll in einem Gemüsegarten. Dünger, meiner Meinung nach, hat nur was zum Suchen in einem Gemüsegarten oder dort, wo ich halt ein Stückchen Land für mich jetzt gewerblich nutze, um dort was anzubauen. Aber wieso ist das eigentlich ein Problem, wenn man Kunstdünger hernimmt? Es ist so, Kunstdünger sind in der Erzeugung sehr, sehr energieaufwendig, erstens. Zweitens müssen sie dann wieder irgendwo in einer Gärtnerei oder in einen Baumarkt geliefert werden. Von dort muss ich mir es dann holen fürs Heim. Weiters sind Kunstdünger für den Boden absolut nicht ideal, weil sie über die Jahre, wenn man das immer wieder verwendet, den Boden einfach auch immer ärmer machen. Biologische Dünger oder Kompost jetzt in unserem Fall macht genau das Gegenteil. Er ist sowas von lokal gewonnen. Ich muss ihn natürlich schon auch transportieren, aber in der Scheibe drucken. Und er tut mir den Boden einfach verbessern, aufwerten, aufbessern. Ich kann ja gerne mal, wie gesagt, in einem Gemüsegarten, vielleicht habe ich einen Bauern daneben, der Kühe hat, dann hole ich mir einen Kuhmist, stich den rein, kann man alles machen. Im übrigen Garten, wo ich meine Wiesenflächen habe, wo ich vielleicht meine Blumen und so weiter habe, braucht es überhaupt nicht düngen. Ich will schon wirklich sagen, unsere ganze Landschaft, nicht nur unsere Gärten, sind total überdüngt, Stickstoff übersättigt. Es ist ja eher noch das Motto so vom Zugang her, na, es kann nicht schaden, düngen wir noch ein bisschen, ist immer gut. Es ist eben nicht gut, weil unsere Landschaften total übergedüngt sind. Und da werde ich vielleicht eine kurze Formel sagen, Formel ist übertrieben, aber man merkt es dann vielleicht besser. Viel Stickstoff, also viel Dünger im Boden, ist gleich wenig Vielfalt. Wir wollen aber die Vielfalt fördern. Das heißt nichts anderes, wenn Böden sehr viel Stickstoff haben, sehr viel Dünger drinnen, dann sind nur einige wenige Pflanzen, die das mägen und die alle anderen verdrängen. Brennnesseln zum Beispiel, Löwenzahn, Hahnenfuß, solche Sachen. Man sieht das auch in gut gedüngten Wiesen, wächst fast nichts, da haben wir keine Vielfalt. Im eigenen Garten habe ich ja das nicht nötig. Ich brauche nicht erwerblich düngen. Ich will eine Vielfalt und damit lockt man umgekehrt wieder jede Menge von Insekten, von Schmetterlingen, von Wildbienen, Bienen, Hummeln und so weiter an. Schaut also, dass ihr eine Vielfalt im Garten habt und das mache ich, indem ich sukzessive den Nährstoffgehalt im Boden möglichst runterfahre. Im Gemüsegarten dürft ihr natürlich schon schauen, dass ihr einen guten Boden habt. Ich muss mich korrigieren, ein guter Boden ist nicht der gedüngte, stickstoffreiche Boden. Der Boden ist immer gut, nur er muss einfach seinem Verwendungszweck gerecht werden. Ein ganz magerer,
nährstoffarmer Boden, sagt man vielleicht gerne mal, das ist ein schlechter Boden. Das ist überhaupt kein schlechter Boden. Das sind diese Böden, die die Vielfalt begünstigen, weil halt da wenig an Dünger drinnen ist. Ich wiederhole mich, deshalb reicht es jetzt. Ich glaube, ihr kennt euch aus. Tipp Nummer 4, Wasser sammeln am eigenen Grundstück war ganz, ganz wichtig, weil, wie schon erwähnt, erstens befinden wir uns in Zeiten des Klimawandels. Das heißt, Wasser wird immer wertvoller werden, wirklich jeder Tropfen. Und es ist einfach ein Jammer, wenn das Wasser, was vom Himmel fällt, was eh leider immer weniger wird, dann irgendwo verschwindet in einen Kanal, sondern versucht, das Regenwasser, jeden Tropfen, der fällt, auf eurem Grundstück versickern zu lassen und zu halten. Weil selbst wenn es jetzt im Grundstück direkt nicht gebraucht wird, es geht über ins Grundwasser und ist dann dort wieder verfügbar. Ich mache das mit ein paar so aufgestellte Badewannen. Da kommt man schon wieder einen eigenen Tipp einfügen. Alte Materialien, ich glaube, das habe ich sogar noch einmal. Die Badewanne, die habe ich im Eisencontainer gefunden. Alle zwei, habe ich noch eine zweite und habe die dann aufgestellt. Und mit dem komme ich eigentlich im Großen und Ganzen locker übers Jahr zum Gießen von meinem Gemüsegarten. Funktioniert super. Kleine Dachflächen da, das rinnt da rein und dann habe ich eigentlich alle zum Gießen. Da ist eine, zwei Zisternen habe ich, eine links, eine rechts, die werden nur übers Dachwasser gespeichert. Man könnte natürlich auch da einige Dinge noch besser machen. Ich spare hier nicht mit Selbstkritik. Man kommt natürlich, das war die absolut geilste Variante dann, dieses gesammelte Wasser zum Beispiel im Haus für Klospülung hernehmen oder wenn man irgendwas einfach wascht, was egal ist, wo es kein Trinkwasser sein muss. Aber immerhin habe ich diese Zisternen. Ich habe lange überlegt, tue ich eine Pumpe rein, tue ich keine rein. Ich mache es ohne, ist keine komfortable Methode, aber irgendwie, es ist archaisch und es hat einen gewissen Trainingseffekt. Ich führe das mit dem Kübel an. Und das geht wirklich super. Kannst du dann so machen. Einmal zeige ich euch es noch. Bitte reinfilmen. Das ist nämlich ein guter Trick. Er fällt nämlich wirklich schön runter, wenn man Glück hat. Vorführeffekt ist immer gefährlich. Zack, und ist schon voll. Dann geht das rucki zucki. Zack, 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 wie man in Österreich sagt. Und dann mache ich es im Sommer wirklich so, ich fülle mir die ganze Tonne an. Wenn ihr kleine Kinder habt, dazu was halbe andecken, wichtig. Und von da kann ich dann gießen für den Gemüsegarten und was anderes gieße ich eigentlich nicht. Das kann man da sicher noch dazugeben zu diesem Tipp. Macht euch eine Bepflanzung so im Garten oder euch eine Ansaaten, Blumenwiesen, dass die ohne dauerndes Wässern auskommen. Und vielleicht noch ganz kurz das Thema Bewässerungsanlage. Habe ich prinzipiell kein Problem damit, wenn ich es übers Dachwasser speise. Wieso nicht? Weil das Wasser ist da und ich bringe es wieder in meinen eigenen Garten, in den Kreislauf zum Versickern. Das heißt, es bleibt eigentlich im System, kann wieder ins Grundwasser runtergehen, was sicher nicht gut ist oder nicht ideal, wenn man kostbares Trinkwasser für solche Anlagen nimmt, speziell wenn es aus Brunnen gespeist wird. Weil die nächsten Jahre werden sicher nicht besser werden, was den Wasserhaushalt betrifft. Das ist einmal so. Mittlerweile sind wir bei Punkt 5 angelangt. Ist eigentlich auch okay, es ist nur für diejenigen interessant, die flache Dächer haben oder nicht zu steile. Aber es ist auch wieder was ich wirklich einfach machen kann. Nutzt Dachflächen, wenn ihr welche zur Verfügung habt im Garten. Da bin ich auch, ich gebe es zu, auch noch erst am Anfang. Ich habe nur einige Flächen, aber ich freue mich schon drauf. Da, von wo jetzt gefilmt wird, Hallöchen, da sind nämlich auch einige Flächen, die ich noch machen kann. Da werde ich euch dann sicher live mitnehmen. Da jetzt auf der Sauna habe ich ja, mit so ganz extensiven Substraten gearbeitet. Da ist kaum was, da sind nur so Sedumsprossen, ein bisschen Schnittlauch. Mittlerweile haben sie da recht schön Moose angesiedelt. Schaut ja schön aus. Okay, man kommt jetzt nicht oft drauf. Aber das hat natürlich noch einen anderen Effekt. Ich tue einerseits wieder Wasser rückhalten. Das heißt, bei einem Regenfall muss ich das einmal ansaufen mit Wasser. Das heißt, ich halte schon wieder was zurück, ohne dass es verschwindet. Und wenn es dann mehr wird, dann rinnt es mir hinten wieder runter und ich lasse dann eigentlich wieder am Grundstück versickern. Das ist ein Effekt. Und der andere
Es ist gleichzeitig im Gebäude auch fürs Klima ganz gut, weil es die Temperatur heruntersetzt, ist isoliert. Und ich habe, wie ihr es da seht, ich habe bei mir eigentlich auch das Haus eingeblecht mit so einem Anthrazitblech. Hat natürlich eine wahnsinnige Reflexion, macht der Hitze. Und gerade in der Stadt ist sowas halt super, weil es einfach einen kühlenden Faktor hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht nächstes Jahr mal so ein kleines, vielleicht kleiner Kameraschwenk, Kamerafrau, könntest du einen Kameraschwenk auf dieses hässliche kleine Dach vor dir machen? Da werde ich euch natürlich gerne mitnehmen, wenn es soweit ist. Aber ihr seht, noch schaut es wild aus. Aber das wird ein super cooler Bereich da oben. Auf das freue ich mich schon. Also, Dachflächen nutzen. Keine Sorge, Palatschinken machen gehört nicht dazu. Aber wir haben jetzt entschieden, 10 in einer Reihe ist einfach too much. Da kommen wir dann schon Richtung Titanic-Spielfilmlänge. Das wollte man nicht. Jetzt werden wir das einfach teilen. Machen heute 5 und in den nächsten Tag kriegt es die nächsten 5. Bis dahin wünsche ich mir, dass meine Palatschinke nicht verbrennt. Wir schauen mal aus. Gut, schauen wir aus. Und dann würde ich sagen, danke fürs zahlreiche Zuschauen. Würde mich freuen, wenn mich der eine oder andere abonniert, weil wir schauen, wie gesagt, immer, dass wir interessante Themen rund um den unendlichen Bereich Garten, Natur, Ökologie und so weiter reinstellen. Und in ein paar Tagen kommt dann der nächste Block mit den nächsten 5 Tipps. Ciao, macht's es gut. Jetzt gehen wir ein paar Palatschinken essen, oder nicht?